Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, der Glücksengel hat uns wieder seine Gunst gewährt. Wir können hier mal wieder ein bisschen Geld scheffeln. So, werden das auch gleich machen. Wir werden uns nämlich hier mit der Gerste mal auf den Weg zur Gaststätte machen. Denn wir haben noch einiges an Gerste da und können jetzt erstmal hier schnell 4 Kipper wegfahren. Das bringt uns mal richtig gut Kohle. Unser Kartoffelfeld ist hier fleißig am Wachsen. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie das dann wird mit der Ernte. Das wird allerdings jetzt noch ein klein wenig sich verzögern. Aus dem Grund, weil wir erstmal jetzt hier ein bisschen was fürs Geld machen wollen. Ja, das Geld kommt uns natürlich wie gerufen. Also im Moment haben wir wirklich wieder einen super Lauf. Es kommt einfach, egal was wir anfassen, wird zu Geld. Ja, wir machen sozusagen aus... Naja gut, ihr kennt den Spruch selber, ne? Von dem Punkt her. So, und davon... Davon profitieren wir natürlich jetzt gleich zweimal. Wir hatten noch das Glück, dass der große und vor allem auch schnelle Kipper hier unten ist. Ne? Da kann man also auch deutlich zügiger das Ganze abfahren. Da lohnt es sich natürlich, sich so ein schnelles Gerät zu holen. Wow, kurzer Jump, alles klar. Aber bei der Federung gar kein Problem. Ja, und das bringt mich auch wieder zu einem weiteren Punkt. Ich bin nämlich jetzt schon am Überlegen, ob wir vielleicht dann doch noch ein oder zwei Traktoren irgendwann mal auswechseln, sozusagen gegen das etwas schnellere Modell. Im Moment haben wir noch keinen Bedarf, aber das werden wir auf alle Fälle auch mal im Hinterkopf halten. So, da ist die Gaststätte, jetzt kommt die erste dicke Kohle rein und das wird richtig viel Kohle werden. Das finde ich nämlich das Besondere daran. So, mal gucken, wie wir das hier zum besten her managen. So sieht man das ja ziemlich schwer. So, dürfte das passen. Wunderbar. Ja, dann werden wir nämlich hier gleich mal... Oh, schaut euch mal den Geldstand an. Ist das nicht herrlich? Auch ist das herrlich. Mein Gott. Also, unsere nächsten Projekte werden, glaube ich, jetzt so langsam aber sicher alle gesichert sein. Damit hat sich auch erstmal der Weizenverkauf erledigt. Ich würde nämlich sagen, ich bin jetzt so, motiviert. Wir werden einfach den Weizen aufheben. Denn wir haben in der BGA auch noch Geld. Geld, klar. Ja, in gewisser Form schon Geld, also noch genug Silage. Und haben jetzt hier die große Nachfrage. Also ich denke mal, von dem Punkt können wir uns das im Moment leisten, den Weizen erstmal dort drin liegen zu lassen. So, jetzt haben wir hier noch 3 Fuhren vor uns, aber das geht ja wie gesagt sehr, sehr schnell. Haben wir hier den Turbotraktor am Start. Oh, herrlich, herrlich, ne? 60 km/h, also ich bin ja so richtig begeistert. Bin ja sogar schon überlegen, ob wir für später vielleicht uns einen Lizard holen, nur zum Abfahren. Aber ich glaube, die 20 km/h mehr machen erstens den Bock nicht fett. Und zweitens würde der ansonsten, glaube ich, ziemlich viel rumstehen. Oder wir würden den Lizard zum Abfahren nehmen. Wäre natürlich eine Variante und könnten den Traktor hier dann für etwas anderes noch einsetzen. Gut, also behalten wir auch mal im Hinterkopf, denn im Moment wüsste ich gar nicht, wo wir den Traktor ansonsten gut einsetzen können. Aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass wir das dauerhaft nicht nutzen. Vielleicht können wir da doch irgendwas noch machen. So ein paar Gedanken habe ich da schon in der Richtung, weil dann könnten wir uns auch feldtechnisch woanders noch orientieren. Aber das ist Zukunftsmusik. Vorher möchte ich definitiv als erstes mal hier das richtige Silo fahren. Und erst noch mich um die Projekte kümmern, die wir im Prinzip jetzt schon angesprochen haben. So, und während der das jetzt macht, schreibe ich mir nämlich mal ganz schnell einen neuen Agendazettel. Denn das Problem ist nämlich an der Sache, wenn ich mir das nicht aufschreibe, und ihr wisst ja, ich habe einige Projekte mehr, dann vergesse ich die Hälfte wieder. Ich komme ja so langsam ins Alter, wo die Sachen dann nicht mehr so funktionieren. So, einmal haben wir Großprojekt, Feld 17 bis 19, da sind wir gerade dran. Was ich mir noch angucken möchte, wie gesagt, ist die Schaffarm. Ja, denn das will ich ja nicht irgendwie auch dann untergehen lassen. Dann haben wir gesagt, Feld 41 für das Gras. So, und ich schreibe jetzt gleich weiter, wenn er am Abtanken ist. So, da kann man nämlich das Nützliche gleich mit dem Angenehmen verbinden. Ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht. So, und der nächste Kipper geht auf die Reise. So, oh, das sah eben ein bisschen heikel aus. Wunderbar. Oh, ich bin so richtig happy jetzt. Jetzt klappt hier wieder alles gut.
Ja, der Grund, warum ich vorgestern da auch so, vorvorgestern war es ja schon, so ein bisschen durcheinander war, ist ganz einfach. Ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten, kann ich auch ruhigen Gewissens sagen. Ich hatte momentan oder hatte in den Tagen sehr, sehr viel um die Ohren. Habe ein bisschen Probleme mit unserem Pool, mit unserem Außenschwimmbad. Das wird und wird nicht klar, das Wasser. Immer so ein bisschen grün mit Algen drin. Jetzt habe ich schon Stoßchlorung gemacht, deshalb gehen rein, Pool stabil und alles mögliche, aber irgendwie wird die Leiter, die Einstiegstreppe immer wieder grün. Und da muss ich mich jetzt nochmal ranmachen. Außerdem war ich gerade oder bin ich mitten in den Verhandlungen für mein neues Auto. Weil ja, mein Baby, was ich jetzt habe, das werde ich abgeben und verkaufen, wenn alles so weitergeht und funktioniert. Das ist natürlich jetzt abhängig davon, wie ich mich mit dem Autohaus noch einige. Und dann wird ein neues Auto kommen und da erfülle ich mir einen Riesentraum. Denn ich werde mir ein nagelneues Auto ganz individuell auf mich zusammengeschnitten kaufen. Und das auch noch mit Sondereinbauten. Also das wird ein echtes Unikat. So in der Form gibt es dann kein zweites Fahrzeug. Das kann ich garantieren. Denn da sind wie gesagt Individualeinbauten mit drin, die es also so von der Stange her oder vom Konfigurator, wie das ja bei den Autohäusern heute üblich ist, gar nicht zu kaufen gibt. Ja, des Weiteren bin ich natürlich hier mit meinen Projekten sehr zugange. Außerdem habe ich auf der Arbeit momentan sehr viel zu tun. Wir haben also durch den Neukunden jetzt doch einiges mehr an Arbeit. Und ja, das dann noch nebenbei umzulenken auf die Zeit, die man dann hat, das wird ein bisschen schwierig. Ich fahre nur mal so am Rande erwähnt morgens um 10 Uhr auf die Arbeit und bin abends so gegen 7:45, 8:30 wieder zu Hause. Dann könnt ihr euch überlegen, wann ich die ganzen anderen Sachen unter einen Hut bringen muss. Nur mal, dass ihr so ungefähr eine Ahnung habt, wie der Zeitablauf bei mir ist, damit ihr auch seht, dass das gar nicht manchmal so einfach ist, alles unter einen Hut zu bringen. Ich nehme manchmal jetzt im Moment sogar die Folgen für den aktuellen Tag morgens sozusagen 6, 7 Stunden, bevor es offiziell erscheint, bei YouTube schon auf. Und ja, das ist dann ein bisschen schwierig. Aber soll keine Entschuldigung sein. Ich mache das sehr gerne. Das ist halt nur eine Frage des eigentlichen Timings dann. Und wenn man das richtig plant, dann kriegt man das auch alles unter einen Hut. So. Und jetzt haben wir den zweiten Kipper fertig. Und ihr seht schon, wir sind über 200.000 Euro wieder. Also das steht definitiv fest. Auch wenn ich sehr viel Weizen habe und Peter auch gesagt hat, hier, da haben wir ja auch noch Reserve. Genau, Reserve. Ich möchte das jetzt gar nicht so auf Krampf verkaufen, sondern ich heb mir das mal auf, weil wenn wir dann eine große Nachfrage auf Weizen kriegen, hätten wir den absoluten Jackpot gezogen. 500.000 Liter und das bei so einem Preis, yo Baby, dann brauchen wir uns nie wieder Sorgen zu machen, übertrieben gesagt. Also jedenfalls haben wir dann viele, viele, ja, Grübeleien und Gedanken weniger. So, wir werden jetzt hier den vorletzten Kipper uns schnappen. Der letzte wird, glaube ich, nur noch halb voll. Aber bei so einer großen Nachfrage machen wir den Kasten natürlich leer. Das ist klar. So, hier wieder reinfahren. Oh. Ihr seht, selbst hier beim Aufnehmen mache ich dann direkt schon Multitasking. Ich schnapp mir gleich wieder meinen Zettel. So, wir waren stehen geblieben beim Feld 41 für Gras. Feld 35 haben wir gesagt, wollen wir dann im Prinzip die Gewächshäuser aufbauen. So, dann haben wir das nämlich auch noch. Und ich glaube, dann sind wir soweit mit allem erstmal durch, was ist. Wenn euch noch was einfällt, was wir machen wollten, was ich schon vergessen habe, oder ihr noch eine Idee habt, wo es noch weitergeht, sagt's, schreibt's mir in die Kommentare. Ich notiere mir das hier gerne und dementsprechend können wir dann da natürlich auch weiterfahren. Ich finde es nämlich toll, wenn ich mit euch zusammen hier im Prinzip doch eine komplette, ja, so eine Art Timeline aufbaue, mit der man dann im Prinzip hier doch wirklich schön nach einem gewissen System unsere Erweiterung planen. Denn einfach wild ornanierend, hätte ich fast gesagt, Entschuldigung für den Begriff, das ist bei uns so eine Redewendung, durch die Gegend erweitern ohne System und Ziel, finde ich persönlich für die Füße. Und deswegen habe ich da immer gern so ein kleines Konzept. Ich will jetzt nicht alles nach Drehbuch machen, geht ja auch gar nicht, seht ihr ja hier auch schon, denn aufgrund jetzt der Nachfrage wird das Ganze wieder durcheinander gewürfelt. Aber okay, dafür ist es halt ein schönes Let's Play, das macht Spaß, weil man eben nie weiß, was als nächstes passiert. Und gut, die Planung geht nicht verloren, sie verschiebt sich nur ein wenig. Und durch die große Nachfrage haben wir natürlich jetzt den Vorteil, wir können unsere Planung noch etwas anders angehen
weil wir jetzt schon deutlich mehr Kapital haben als das, was wir ursprünglich eingerechnet haben. So, jetzt erzähle ich und erzähle ich und erzähle ich. Ihr denkt, ich habe wahrscheinlich schon wieder irgendwie Bubblewasser getrunken. Ja, genießen wir ein wenig die Fahrt. Ich bin halt aufgeregt, sowohl privat als auch hier im Spiel, weil im Moment läuft's halt einfach überall perfekt. Es geht eigentlich gar nicht besser. Selbst in meinem Job bin ich hochzufrieden im Moment. Es läuft auch wunderbar. Und ja, da habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber es wird dann mal zweieinhalb Wochen geben und das gleich doppelt, in denen ich, sagen wir mal, etwas vorproduzieren muss, weil ich dann auch auf Kommentare natürlich eingehen kann, aber wahrscheinlich nicht drehen kann. Das weiß ich aber noch nicht. Also beim ersten zwei Wochen geht es definitiv nicht, denn da bin ich in Urlaub. Es ist im Juli. Vom 13. bis zum 26. fahre ich in Urlaub nach Bayern runter, nehme natürlich auch für euch wieder schöne Videos auf, habe mir zwei tolle Urlaubsorte ausgesucht und ich werde wahrscheinlich auf der Fahrt in den Urlaub da schon mal einen lieben Gruß an ein schönes Winke-Winke an den Mekwuragu mal kurz in Fürth vorbeischauen, weil das liegt so halb auf dem Weg, ein paar Kilometer Umweg, die stören mich überhaupt nicht, aber dann lerne ich den lieben Mekwuragu auch mal persönlich kennen. Denn ja, ich kenne jetzt im Moment nur von seinem Kanal und aus Facebook und muss sagen, ist ein ganz, ganz lieber, netter Mensch, ein super lieber Familienvater und ja, das, was er so auf dem Kanal zeigt, ist auf alle Fälle sehenswert. Da bitte auch nochmal schaut bei ihm rein. Es lohnt sich. Ich will nicht jetzt betteln, dass ihr da hingeht, aber wenn ihr nicht hingeht, verpasst ihr einfach was. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Er hat tolle Kommentare, witzige Let's Plays, hat viele auch unterschiedliche Genres behandelt. Und das macht es also auch so abwechslungsreich auf seinem Kanal. Ein Besuch lohnt sich immer. Daumen lohnen sich auch immer. Abos ist natürlich eure Entscheidung. Ich habe ihn abonniert. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist cool. Er überflutet die Kanäle nicht so. Er bringt jeden Tag 1-2 Videos raus und das ist aber überschaubar und lohnt sich immer. Ja, und wie gesagt, diesen guten Menschen möchte ich natürlich auch dann die Chance nutzen, persönlich kennenzulernen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Wir haben es da schon ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, dass das auch so vom Timing her alles so ungefähr klappt. So, und ja, wie gesagt, schaut einfach mal beim rein, es lohnt sich. So, was sich auch lohnt, jetzt um mal wieder hier zum Thema zurückzukommen, ich schweife zwar sehr, sehr gerne mal ab, wenn es sich lohnt, wie bei ihm zum Beispiel oder bei anderen wichtigen Themen, aber was sich jetzt auch lohnt, ist, dass wir hier den Rest noch einfahren, dann haben wir nämlich hier den kompletten Gerstebestand verkauft. Oh, und wir haben richtig dick Geld drin, schaut mal hier, wir gehen auf die 300.000 Euro so langsam. Und das, obwohl wir jetzt in der Folge noch nicht ein einziges Mal auch nur eine Schaufel Silage verarbeitet haben. Also das ist hochinteressant. Ich denke mal, das wird uns auch auf alle Fälle in unserem Großprojekt weiterbringen. Ich werde mal gucken, in der nächsten Folge werden wir ja die Zeit wieder ein bisschen vordrehen. Und dann sollten wir langsam in Richtung der Ernte kommen. Und so wie ich mir das jetzt wünsche, wäre das eigentlich im Optimalbereich, dass wir vielleicht sogar schon das Feld 18 kaufen können. Und auch mit einsehen, dann hätten wir schon mal zwei Kartoffelfelder. Mit dem Verbinden, ja, müssen wir mal gucken, denn die Feldverbindung, das ist ein ganz schöner Batzen. Ich stehe jetzt hier natürlich ein bisschen ungünstig, denn dieser Bereich hier zwischendrin, ich fahre jetzt noch ein Eckchen rüber, so, denn dieser Bereich hier, der muss im Prinzip ja gepflügt werden. Das heißt, da müssen wir dann gucken, dass wir hier eine Verbindung schaffen. Aber ich denke mal, wenn wir das Feld 18 dann kaufen und das dann in der nächsten Einsaat für den Kartoffelernter schon mal mit reinbringen, haben wir ja schon mal wieder einen wichtigen Schritt getan. Ja, und mit den finanziellen Mitteln ist das auch gar kein Problem. Kriegen wir ganz locker hin. So, und jetzt wenn wir hier unten noch zur Gaststätte fahren, dann ist auch unsere Folge leider schon wieder vorbei. Das geht jetzt so schnell. Gut, es gab auch eine ganze Menge Informationen und ja, wir haben eine ganze Menge Geld verdient. Und damit können wir in der nächsten Folge ganz viel anstellen. Ja, Spaß beiseite. Also war schon sehr produktiv, war gut. Ich bin zufrieden damit. Und ja, die Gerste werden wir dann auch bald wieder bevorraten. Das heißt also, nach der nächsten Ernte mit dem Raps definitiv Gerste unten auf die Felder. Und mit den unteren Feldern, so in der Nähe unseres Hofes, sollten wir da eigentlich auch genug reinkriegen.
ja, dass wir da wieder unseren Vorrat gleich aufstocken. So, das passt hier soweit. Das ist alles bestens. Oh ja, der Timer meckert schon wieder. Bin fertig, du auch fertig werden musst. Okay. Dann folgen wir dieser Idee. Wir werden jetzt hier mal schnell noch gucken, dass wir das Ganze abgekippt kriegen. So, steigen mal aus. Mal gucken, das müsstet ihr doch so auch machen. Auch sieht das nicht herrlich aus. Ja, passt sogar wunderbar. Ja, und mit diesen schönen Bildern und dem steigenden Geldstand verabschiede ich mich von euch. Ich gehe mal ein Stück von der Straße, nicht, dass ich gleich überfahren werde, sonst kann ich keine Let's Plays mehr drehen. Sag danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Hoffe, es hat euch auch gefallen. Servus und tschüss.